Wir starten in den nächsten 10 Sekunden. Start! Naja, lassen wir mal sportlichen Start durchgehen. Das geht natürlich schon schöner. Aber das Feld ist unterwegs. Alle Transponder zählen. So, immer Beruhigung. Es führt Frank vom Start weg. Direkt gefolgt von Uwe Torte-Arneberg und Sven Ameling. Dahinter dann Kati Scharnach, der konnte zwei Plätze gut machen nach dem Start. Und Benjamin Engerstedt auf der 5, dann Florian Fürstenberg auf der 6, Jan Hofbauer auf der 7. Und der Thorsten ist hier mit dem Ausfallverzeichnis, ich weiß gar nicht, ob er gefahren ist. Ja, jetzt noch ein Ausfall. So, jetzt hat die Führung Uwe Korte-Hanetag übernommen, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Nebenan da hat Frank einen kleinen Fehler eingebaut, sodass Uwe die Lücke nutzen konnte und hat sich hier auf Platz 1 gesetzt. Das wird ihn ein bisschen freuen und dann wird versuchen, diesen Platz zu halten. Hoppa! Also Jan, durch gegnerische Autos fahren, keine gute Idee. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, was der Anlass war, sah aber nicht so schön aus. Ne, es war gar nicht Jan, Entschuldigung. Eine ähnliche Fahrtgebung. Auf die Nummer gucken. 6. Doch, war Jan. Also, du. Weiterhin in Führung der Uwe Korte-Hanetag, das ist das Fahrzeug, was jetzt die gerade verlässt, ins Infield einbiegt und in, hier vor dem Fahrstand zu sehen ist, weiße Nase, oranges Mittelteil, grünes Heck, das führende Fahrzeug Uwe Korte-Hanetag. Kommt, das war's mit der Führung, so geht's. Und Frank hat die Führung wieder übernommen, das wird ihm auch ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern und er wird versuchen natürlich die Führung für sich nach Hause zu fahren. Das ist das blaue Auto jetzt hier auf der Geraden. Und der Uwe muss sich jetzt erstmal seinen Kontrahenten von hinten erwehren. Da wird es eng. Das weiße Auto mit der 4. Das ist der Sven Ameling, der direkt Uwe im Nacken sitzt und ihn da heftig unter Druck setzt. Gefolgt von Benjamin Etterstedt mit der Startnummer 3. Das ist das Auto weiße Nase, rot-blaues Mittelteil. Direkt dahinter dann Jan Hofbauer. Hier dann bitte auch aufpasst, dass er hier nicht irgendwie falsche Beulen in die Autos fährt. Also eine Viererkette. Ja, ein kleiner Fahrfehler und schon überschlägt sich das Auto und dann muss der... Ja, ein sehr schönes Überholmanöver hier jetzt von... Sven Ameling vorbei an Uwe Korte-Hanetag, der auch schon wieder angegriffen wird von Jan Hofbauer. Die sind jetzt im Infield auf der Fahrt zum Fahrerstand. Hier sind die drei, also Uwe setzt auch alles wieder auf eine Karte, es ist der letzte Lauf. Hier geht es wirklich um was. Jeder möchte natürlich so weit wie möglich nach vorne kommen. Er wird noch lange nicht zufrieden gehen, es sind noch fast 3 Minuten Zeit. Das Rennen ist noch lang, da kann eine Menge passieren. Und die sind alle ganz dicht beisammen. Der Führende kann sich dadurch auch eine leichte Berührung im Heck. Der Führende kann sich hier absetzen. Die 2- und 3-Kämpfe kosten natürlich Zeit. Aber Sven hat jetzt wieder ein freies Heck und kann sich seinerseits auch die Jagd des Erstplatzierten machen. Kann hier Boden gut machen. Er kommt langsam näher. Frank muss also wieder eine Schippe nachlegen, um den Platz oder den Raum zwischen sich und seinen Kontrahenten nicht zu eng werden zu lassen.
Und dann kann man sehr schön sehen, hier geht es wirklich darum, so präzise wie möglich um den Kurs zu fahren, die Fehler oder eigentlich gar keinen Fehler zu machen, was praktisch unmöglich oder nur schwer möglich ist. Es geht natürlich. Und Frank zeigt ja auch, wie man sauber um den Kurs fährt, ohne große Böcke. Und kann seinen Abstand wieder ein bisschen ausbauen. Da wird auch Sven wieder attackiert, direkt von Jan Hofbauer. Das sind die beiden Autos, die jetzt auf die Gerade fahren, der Weiße und der Weiß-Rot-Weiße. Dahinter dann wieder direkt Hofbauer jetzt auf 3. Also Uwe hat da irgendwie was verloren, habe ich jetzt nicht mitgekriegt, aber Uwe zurückgefallen auf Position 4. Das ist der Wagen, der jetzt in der Geraden fährt, ist die Position 4. Das Führungstrio kommt jetzt auf die Geraden, blau, weiß, weiß, rot, weiß, die Farben der Autos. Patti Schamach lässt die Führenden hier sehr gut passieren, fährt deutlich zur Seite, sodass die Führenden auf der Linie bleiben konnten. So macht man das richtig gut. Frank kann seine Führung behaupten, er hat immer so konstant seine 5 Meter Abstand. Auf. Hinten die zweiten, der zweite, der dritte oder vierte beiden, dann kann natürlich Frank vorne seine Führung ausbauen. Aber jetzt auf der, in der Verfolgerposition Jan Hofbauer, der versuchen wird, sich da den Erstplatzierten zu kaufen. Da hat natürlich der Erstplatzierte was gegen. Die zwei Konkurrenten kommen jetzt auf die Gerade. Ein direkter Zweikampf. Sieht so aus, als könnte Jan Hofbauer da aufholen auf Frank, ja. Es ist aber vorbei, das Rennen, das heißt, Frank konnte das Rennen gewinnen. Vor Jan Hofbauer, Benjamin Eggerstedt, Uwe Kodder-Hanberg, Florian Fürstenberg und Patti Schamach. Und siebter Sven Ammeling, Thorsten leider mit technischem Ausfall. Als nächstes kommen wir zum B-Finale und zwar in der Formelklasse. Hier haben wir wieder 8 Starter. So, B-Finale, Formel, die Helfer bitte ziemlich die Positionen einnehmen und die Fahrer können jetzt in die Startposition, Achtung, die gerade jetzt blockiert, in die Startposition bitte. Startreihenfolge, Jürgen Konradi, Jan Bubenheim, Ole Strandlöst, Andreas Henning, Carsten Dose, Mirko Schreuer, Markus Kupf und Silvio Röse. Fährt Silvio nicht? Ne, Silvio Röse fährt aus, okay. Man vermutet, er kann es. Gut.